Gut, dass ich vor Spritzen keine Angst habe. Ein Mutant weniger. Die Blocher.
Funk-Journal. Neuer Posten. Wichtig. Captain AD gesehen, bewaffnet, unterwegs nach Osten. Hat uns nicht bemerkt. Wir haben die Basis informiert und warten auf die Jäger. Wofür brauchen wir denn die? Ihr haut ab! Wir müssen handeln! Wir müssen ihn in die Zange nehmen. Es reicht, wenn wir beide das machen. Tom hat ganz klar gesagt, wir sollen auf die Jäger warten. Tom, immer nur Tom. Bald weißt du nicht mehr, wie du dir den Arsch abwischen sollst, wenn er den Befehl dazu nicht gibt. Er macht auch nicht alles richtig. Wir hätten Clem informieren sollen. Er hätte uns vernünftige Befehle gegeben. Nicht wie dieser Windbeutel mit seinem Unfug. Klar, dein Liebling Clem hätte dir gesagt, schnapp ihn dir, sonst rollt dein Kopf. Ende der Geschichte. Der Captain ist ein besonderes Schlitzohr. Was würdest du machen, wenn er uns entkommt? Du bist einfach nur ein Feigling, das ist alles. Du und dein Tom auch. Wenn man etwas erreichen will, muss man Risiken eingehen. Ja, klar. Dann erklär mir doch bitte, warum Clem für Tom arbeitet und warum du für mich arbeitest. Das werden wir noch sehen. Siehst du? Pass auf den Ketten auf, du Idiot. Ich reiß dir den Arsch auf, wenn du ihn verlierst. Von wegen, das werden wir noch sehen. Jetzt habe ich wegen dir ein Band vergeudet. Хорошо. Ed, Sam nochmal. Ich bin in Position. Ich höre dich laut und deutlich, Sam. Ich fahr Volldampf voraus. Bin in ein paar Minuten da. Wir treffen uns an der Wasserkante. Verstanden, Ed. Sam, Ende. Kaum warst du weg, beschloss eine Horde Mutanten, eine Party platzen zu lassen. Ja, die Gegend ist gefährlich. Wohl wahr. Hier ist dein Anzug. Danke, ich ziehe ihn besser sofort an. Halt mal, ich beeile mich. Wie ging das noch? Gut. Ich kann ihn immer noch in Normzeit anziehen. Und? Bist du bereit, die Höhle der Bestie zu betreten? Immer bereit. Wie kommen wir hin? Der Zugangstunnel ist halb geflutet. Wir können mit dem Boot direkt dorthin. Wir müssen ein paar Tore öffnen und werden uns deshalb am Eingang aufteilen. Hier ist der Bunkerplan. Alles, was ich kenne, habe ich darauf markiert.
An dieser Stelle laden wir die Brennstäbe ins Boot und hauen schnellstmöglich ab. Es gibt eine Abkürzung, den Meerestunnel. Verstanden. Müssen wir mit Feinden rechnen? Nur die Zitterspinnen. Wie bitte? Irre riesige Spinnen. Sie laden sich elektrisch auf und beschießen dich dann. Sie können auch Lampen ausschalten und Motoren anhalten. Wenn man sie aber verjagt, geht danach alles wieder an. Sie zu töten ist schwierig, aber Brandgeschosse wirken Wunder. Aspasibo. Genau das, was die Welt braucht. Noch mehr Arten von Riesenspinnen. Gern geschehen. Und das, Herr. Siehst du das vor? Zuallererst ist es wichtig, dass wir über das Schaltpult Bach auf den Notstrom einschalten. Der sollte für die Lichter und elektrischen Schlösser reichen. Aber für den Rest werden wir Generatoren brauchen. Alles klar. Also, Generatoren starten, Brennstoff einladen und weg. Genau. Tja, dann an Land mit dir. Und viel Glück. Viel Glück. Gute Arbeit, Sir. Jetzt, geh weiter zum Generatorraum. Wir brauchen den Hauptstrom, wenn ihr weiterkommen wollt. Verstanden. Verdammt! Fackeln wäre gut gewesen. Ja, da hast du recht. Hm.
Nicht übel. Ich bin im Generatorraum. Großartig. Jetzt musst du den Hauptschalter finden. Verstanden. Nett. Achte auf die Spinnen, die dort rumlaufen, sofern du das Licht eingeschaltet hast. Wird schon werden. Wie sind die Scheuigkeiten eigentlich zustande gekommen? Ich schätze, der Bunker ist einfach verflucht. Aber bei so viel Strahlung und Anomalien ist das wohl keine Überraschung. Ja, wohl wahr. Thank you.
nur noch einen Steinbruch entfernt. Der Eingang zum Kanal wird auch neben dir sein. Geh dorthin, werde dich an diesen Kanal steigen. Durna.
Verstanden, geht klar. Sind super. Mir geht's gut, Ed. Dem Aufzug allerdings nicht. Solange bei dir alles in Ordnung ist, du musst den Lüftungseingang finden und dann den Schacht zu mir hochklettern. In Ordnung.
Kreditza! Ich hatte mir das leichter vorgestellt. Ich auch. Die Spinne war wirklich ein bisschen viel. Ich hasse diese Scheiße. Ich denke, nicht einmal ihre Mamas mögen sie. Trotzdem haben wir es geschafft. Wir sind doch fast aus dem Tunnel raus. Also Glückwunsch, würde ich sagen. Vielen Dank. Verdammt! Dieser Anzug stinkt wie die Hölle. Da hast du recht. Und jetzt, Ed? Wird wohl Zeit, Tom anzurufen. Ja. Tom, Sam hier. Wir haben die Brennstäbe und kommen jetzt zum Dock. Da, tolle Neuigkeiten. Wir bereiten die Verladung vor. Wann kommt ihr hier an? So in einer Stunde. So in einer Stunde. Gut, wir warten dann hier auf euch. Tom, Ende. Kann losgehen. In Ordnung. Dann mit Volldampf voraus. Fürs Protokoll. Ich verstehe durchaus, warum die Leute Tom folgen. Ja, das tue ich. Sein Gerede über den Wiederaufbau der Zivilisation ist natürlich Unfug, aber ich kann nicht einmal behaupten, dass ich ihn hassen würde. Klim hingegen mit seinen Gräueltaten. Allerdings hat Klim nicht das Sagen, sondern Tom. Und wäre er der Erlöser und Buddha in einer Person, ich würde ihm trotzdem nie zustimmen. Semyonov? Noch immer am Tor? Das gibt's ja gar nicht. Ja, Captain, ich bin's. Na, in dem Fall, mach schon auf. Jawohl, Captain, ich mache auf. Ich bin wirklich froh, Sie wiederzusehen, Captain. Ich auch. Ich auch. Sam, bevor wir ankommen, möchte ich, dass du mir zuhörst. Du bist ein guter Mann. Ehrlich, freundlich. Als wir uns das erste Mal trafen, hast du sogar deine Waffe runtergenommen. Daher möchte ich offen sein.
Ich kann Tom das U-Boot nicht überlassen. Das geht einfach nicht. Ich hab dir schon gesagt, wie groß dieses Risiko ist. Daher wiederhole ich mich nicht, du weißt es. Ich hätte es schon längst aufs Meer rausfahren und dort versenken sollen. Aber ich konnte es einfach nicht. Es wäre wie ein Mord an meiner unsterblichen Seele. Das Boot trifft keine Schuld. Es hat uns gedient und uns all die Jahre am Leben gehalten. Aber jetzt habe ich keine Wahl. In einem der Brennstäbe steckt Sprengstoff. Für den Fall, dass wir erwischt werden sollten. Dies ist der Zünder dafür. Mich werden sie durchsuchen, aber dich? Du bist Toms bester Kumpel, sein Unterhändler. Also drück einfach den Knopf, wenn ich dir das Signal gebe. Keine Sorge, es wird nichts verstrahlt. Aber kein Mistkerl wird mein Boot jemals mehr für irgendwas nutzen können, wenn dieses Ding hochgeht. Mir ist klar, dass du damit deine Fahrkarte nach Hause verlierst. Aber ich kenne dich wohl gut genug, Sam. Und glaube, du bist nicht dazu bereit, Toms Preis zu zahlen. Sollte ich doch falsch liegen, dann wirf das Ding einfach weg und das war's. Ich bitte dich lediglich, denk drüber nach. Okay? Ansonsten kann ich... Danke für dein Vertrauen, Ed. Ich werde dich nicht enttäuschen. Also gut, wir sprechen mit Tom. Bis dann. Viel Glück, Kamerad Captain. Tja, Sam. Ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung. Nicht so schnell! Erst Ihre Waffe und die Taschen leeren! Was zum Teufel geht hier vor? Aufhören! Wie ich sehe, hast du neue Leute. Ja, Captain. Tut mir leid, Kamerad Captain. Freut mich, Sie zu sehen. Mich auch, Junge. Tut mir sehr leid, aber die Waffen müssen Sie abgeben. Ich muss Sie auch durchsuchen. Schon in Ordnung, das verstehe ich. Wie geht es dir? Schon verheiratet? Noch nicht, Kamerad Captain. Keine Zeit dafür. Zu beschäftigen. Das machst du gut, Vitya. Ich wusste immer, dass du es weit bringst. Den müssen wir auch durchsuchen. Nicht nötig. Sam gehört zu uns. Schön, dass du hier bist, Sam. Tja, Hallöchen, Captain. Wie lange ist es her? Hallöchen zurück, Tom. Nicht lange genug, denke ich. Wirklich? Andererseits, stimmt vielleicht.
Noch ein Jahr da draußen mit frischer Luft und so hätte dich vielleicht überzeugt, das U-Boot unter meiner Flagge zu fahren. Frische Luft? Ich fand es da draußen immer recht stickig. Vielleicht ein Herzproblem? In deinem Alter, weißt du? Nein. Lag eher daran, dass du immer da warst. Mir wird es auch besser gehen, wenn ich in See steche und von dir weg bin. Was ist da draußen los? Seid komplett umstellt. Geht auf und kommt mit erhobenen Händen raus. Klim, was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass ich dir einen Schritt voraus bin. Meinst du etwa, ich wusste nicht, dass du mich loswerden wolltest? Sehe ich etwa blind aus oder dumm? Nein, im Moment siehst du wie ein tollwütiger Hund aus, der abgeknallt werden muss. Tom, ich hatte mal Respekt vor dir, aber hör dich doch an. Die wahre, leuchtende Stadt auf einem Hügel. Wir müssen es nicht einsetzen, Schwachfeld. Du willst die ganze Welt mit einer Atomwaffe bedrohen und trotzdem sauber davonkommen? Das wird nichts. Einen Scheiß werden sie sich dafür interessieren, wenn du nicht wenigstens einmal schießt. Ich hingegen. Hab schon mehrere Ziele im Sinn. Du hinterhältiger Schwanzlutscher! Ich sag's ungern, aber ich hab's gesagt. Ich gebe ungern zu, dass du recht hast. Was hältst du davon, dass wir unsere Differenzen beilegen, bis das Problem gelöst ist? Waffenruhe? Waffenruhe. Gut, dann gehört das Boot dir. Kannst du in See stechen? Erst wenn das Tor vom Dock offen ist. Der Steuerraum ist jetzt definitiv in Klims Händen. Also hängen wir fest. Wie viele Männer haben wir? Kaum genug, sie in Schach zu halten. Und auch nur, bis uns die Munition ausgeht. Sie sind Dutzende. Tom, ich habe einen Plan. Du lenkst sie ab, während ich mich rausschleiche und das Tor öffne. Ganz alleine? Da sie viele sind, haben wir nur eine Chance, wenn das unbemerkt bleibt. Ah, du hast recht. Doch wir brauchen ein Ablenkungsmanöver, damit du dich rausschleichen kannst. Kriegen wir das hin? Ja, Boss. Dann los, bevor alles noch schlimmer wird. Sam, wir lenken sie ab, aber sei vorsichtig. Sam, warte auf unser Signal. Verstanden. Viel Glück, Soldat. Danke.